Hallo und willkommen zurück zu Salt and Sanctuary. Ich habe eine längere Pause gemacht, weiß nur, dass hier links, glaube ich, irgendwie so ein böser Boss ist, auf den ich gerade keine Lust habe. Und dass ich, ich glaube, ich wollte erstmal einen anderen Boss suchen, den ich irgendwo zurückgelassen habe, soweit ich weiß. Aber jetzt will ich hier erstmal... Oh nö, ich habe ja gar keine... Ja, ich könnte auch versuchen, den Boss zu besiegen, der hier ist. Na gut. Weil ich... Ja, irgendwie so Angriffe habe ich. Und zwar rollen, das reparieren. Okay. Na, dann gucken wir mal, ob ich hier den Boss besiegen kann. Wenn ich so gar nicht mehr drin bin im Spiel wieder mal. Aber hier kann ich fröhlich reinsterben in den Boss. Also da habe ich ja kein Problem... Vom Sanktum aus. Ja. Mal beeindruckend anfangen. Autsch. Fucking hell shit, ey. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass das Rausziehen der Axt mir bereits auch so viel Schaden zufügt. Und warum bin ich Depp bei dem mit 14.000 Salz gestorben? Schlimm, was ich wieder alles mache. Na egal. Wie gesagt, jetzt dieser Boss wird jetzt grausam tot gestorben, bis ich ihn hab. Eine Sekunde, ich muss nachchecken. Ja. Ja, ich zeig's dem jetzt hier. Zwei komischen Geistern, ne? Ja, sprachlich macht er den genau gleichen Fehler wie eben. Der hat ja gute Laune. Sir Kreiselot. Kreisel du mal aus dem Bild raus. Ich finde völlig in Ordnung. Jawoll! Da kriege ich noch einen Treffer ab. Na, sehr schön. Ja, und ich sterb fast noch. Ey, du Arsch.
Traglast und Stärke könnte ich eigentlich weiter gebrauchen. Dazu unentschlossen, dass ich nehmen soll. So. Und jetzt wollte ich nicht hier wegreisen, aber hier ist kein Reisetyp von mir, ne? Gucken wir jetzt nochmal beim Boss hier. Hier ist nichts mehr. Gehen wir mal links, müsste ich runterkommen und da hatte ich doch mit einem dieser NPCs geredet. So viel dazu. Stimmt, und hier unten kann ich auch nicht weiter, oder? Ja. Danke dafür. Kenn ich dich? Genau, wir werden uns bald wiedersehen. Danke fürs Gespräch. Aha, hier ist ein ganz eigener Tempel. Okay, interessant. Da wäre es natürlich, wenn man hier wissen würde, wo ich überhaupt bin. Du kommst mir bekannt vor. Ja. Klingelt was schwach in mir. Also hier war ich schon mal, das weiß ich. Dann kam ich hier nicht weiter. Hm.
Okay, und wo geht's dann hier weiter unten hin? Ah ja, okay. Ich habe da doch irgendwas. Fügt Angriff in heiligen Schaden zu, das klingt doch schon mal gut. Und was mit Feuer müsst ihr doch auch haben, oder? Scheinbar nicht mehr. Na doch, hier habe ich es noch einmal. Da bin ich mal gespannt, aber erstmal gucke ich mir mal so den Boss an, bevor ich es drauf schmier. The Witch of the Lake. Hey, die Dame hat ein magisches Maschinengewehr. Das kann man ja mal machen. Okay. Krass. Nee. Also. Nee. Ich glaub nicht. Ich glaub, die ist mir. Die ist, glaube ich, ein Ticken zu stark für mich. Glaube ich. So ein Ticken. So, ich wollte jetzt in der nächsten Runde dann. Was hat der denn zu kaufen? Den anderen Boss suchen. Ich bin an einem Boss, glaube ich, vorbeigelaufen und zwar habe ich ja von diesem Piratenpuppen-Ding irgendwas, ja, einen Schlüssel geschenkt bekommen. Freiwillig von ihm, nachdem ich ihn getötet habe. Und das müsste mich, glaube ich, noch zu irgendeinem Boss führen und das suche ich jetzt mal in der nächsten Folge. Und den Boss hier, den hebe ich mir, glaube ich, für später auf. Der ist nämlich, glaube ich, ziemlich schmerzhaft oder ich brauche mal eine andere Rüstung, die mich irgendwie mehr vor Magieschaden schützt. Naja, egal. Also bis zum nächsten Mal.